Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Evi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Micha und Evi. Und mir gegenüber in Good Old Neubrandenburg sitzt der heute wirklich gut gekleidete René Eberhardt. Hallo. Ja, Grüße, Grüße. Ohne Mütze, fast erfroren. Hier sind minus, keine Ahnung, gefühlt minus 4. Ja. Ich war eben gerade nochmal Vögel füttern, ne, auf dem Balkon. Der Zeit, wo ihr technische Geschichten machen wolltet, ja, war ich Vögel füttern. Wie sieht es denn wettertechnisch bei dir aus? Also kalt war es bei uns auch. Wir hatten jetzt am Samstag minus 9 Grad tatsächlich hier in Salin. Und bei uns liegt Schnee. Ich würde sagen so 10, 12 Zentimeter schon seit 4, 5 Tagen. Ja, so ähnlich ist es bei uns auch. Ne? Es kommt hier irgendeine Schneefront, habe ich gelesen. Und ja, jetzt ist auch Dezember. Es darf kalt sein, es darf Winter sein. Weihnachtsmarkt, ne? Du weißt, vor 2 Folgen 3 rote Ampeln, ein Glühwein. Ja. Heute nüchtern zu Hause. Ja, ist nicht schlimm. Also ich war gestern unmotiviert. Ich war gestern aus Versehen auch so leicht betrunken, aber das war wirklich aus Versehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen tatsächlich. Aber das erzähle ich dir lieber, wenn die Mikrofone aus sind. Ne? Ja, besser ist, ne? Wir haben ja heute Gäste und da sollen wir nicht über Alkohol und so reden. Naja, wir müssen uns auf jeden Fall an das Jugendschutzgesetz halten, denn heute ist die Folge, oh, das kommt mega Überleitung, die habe ich mir echt schon zurechtgelegt vorhin. Ne? Wir haben nämlich heute tatsächlich eine junge Frau zu Gast, zu der wir gleich kommen werden. Aber jetzt erzählst du uns erstmal, warum wir diese Folge heute machen. Weil du die geniale Idee hattest, eine Umfrage zu machen. Ja, völlig überraschend in Speedway Deutschland. Wer ist der Speedway-Fahrer des Jahres 2022? Ne? Ja. Deswegen machen wir diese Folge hier heute. Ja, so ist es. Weil wir haben einen Sieger. Genau. Beziehungsweise eine Siegerin. Eine Siegerin. Und wie du dich erinnerst, ich habe gesagt, wir müssen irgendwie machen, dass sie mit in diese Abstimmung kommt, weil ich da schon das dumme Gefühl hatte, es könnten viele Stimmen kommen. Und tata, wir haben 2100 Leute, die abgestimmt haben. Mhm. 488 quasi für unsere Siegerin hier. Mhm. Trommelwirbel. Kannst du ihn oder spulst du ihn ein? Naja, nee, ich glaube, ich nehme ihn nachher auf und spiele ihn ein. Ich habe meine Trommel nicht hier. Ach, wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch. Die Glückwünsche gehen nach Parchim, ja, in den schönen Landkreis Ludwigslust-Parchim zu Hanna Grunwald, die uns jetzt auch mit ihrem Vater André zusammen zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und herzlichen Glückwunsch. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen. Hanna hören wir schon fast, ne? Das ist noch sehr, sehr leise, sehr schüchtern. Ja. Lass uns mal kurz, bevor wir noch ein bisschen zu Hanna kommen, dann kann sie noch ein bisschen ein Stück dichter kommen. Die Abstimmung selber, Micha, hast du die Ergebnisse? Ne? Wir haben hier eine Hanna Grunwald, 488 Punkte, absolut überzeugend. Mhm. Dann Norik Blöder und Carlos Gennerich auf Platz 3. Auf Platz 4 eine Paddy Erhardt. Mhm. Dann kommt ein Hucke. Dann ist schon Ben Ernst. Mhm. Krass, oder? Also erstmal erst bin ich. Die ganzen alten Rasen. Wo sind Smolis? Wo sind Wölberts? Wo sind Lina Liebmann? 130 Stimmen, ne? Also tatsächlich, was mich total enttäuscht an dieser Abstimmung ist, dass Finn Ole Schmiedendorf nicht Erster geworden ist. Ja, das ist ja ein persönliches Ding, ne? Nein, alles gut. Tatsächlich die großen alten Hasen. Ich habe tatsächlich mitgerechnet, nachdem wir das aufgemacht haben, diese Abstimmung, dass es wieder der bekannte Zweikampf oder Dreikampf wird, den wir ja schon öfters mal für uns auch tituliert haben. Irgendwas zwischen Wölbert, Smolinski und Blödon diesmal, ne? Vielleicht auch Deppens, vielleicht auch ein bisschen Celina. Aber man sieht, dass Jugend voran, dass die Jugend und gerade auch wohl um Hanna sehr, sehr aktiv ist, gerade was die sozialen Medien angeht, oder? Hanna, wie sieht's aus medientechnisch? Also wo kommen die ganzen Stimmen her? Erzähl mal, wie hast du von Abstimmung erfahren? Wie hat sich's angefühlt für dich, als du gesehen hast, Scheiße, was hier los? Mein Mechaniker Brille hat mir den Link gesendet und hat gesagt, dass ich abstimmen kann. Und so habe ich auch das in meinem WhatsApp-Status gestellt, bei Instagram, in verschiedenen Accounts. Er hat das bei Facebook geteilt und so hat sich eigentlich, meine ganzen Freunde haben das weitergeteilt und so. Und so hat sich das einfach ergeben, dass ich so viele Stimmen bekommen habe. Finde ich sehr gut. Ne? Also das ist ja auch, was wir immer sagen, ne? Ein bisschen mediale Welt, ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne, guck dir, ein Smolinski, der über 5000, also der hat ja diese 5000 voll auf seinen Seiten, ne?
Der 15.000, Teilzeit hat ab 15.000, 15.000 hat er, ne? Und hat es am Ende auf 93 Stimmen geschafft. Was ist denn da los? Ne? Also krass, ich finde es super. Ist das, wohingegen ich aber sagen muss, also Hanna, sorry, Janek Konzak, ne? Der ja dann Weltmeister geworden ist, hat irgendwie 70 Stimmen ergaunert. Ja. Ist das dann echt nur Sympathie oder wonach stimmen die Leute? Weiß ich nicht. Also es könnte ja sein, weil ich habe sehr viele Fans auch, dass die mich so wollten. Und wenn man jetzt, also sie mögen auch gerne Yannick oder auch Carlos, aber sie sind halt ein Fan von mir und dadurch haben sie halt teilweise für mich am meisten gestimmt und so haben sie auch deren Verwandtschaft oder deren Freunde auch noch den Link weiter geteilt und haben gebittet, dass sie für mich abstimmen. So. Da haben wir gleich mal eine nächste Frage, ne? Auch wenn das schwierig ist, ne? Würdest du uns verraten, für wen du gestimmt hast oder möchtest du das lieber nicht sagen? Also ich habe tatsächlich für mich selber gestimmt. Yeah. Würde ich, wenn ich nominiert bin, nicht anders machen? Für Carlos Generich habe ich gewählt. Ja. Und für Norit Blödern. Dann gleich mal eine Frage hinterher. Warum die zwei, die du gerade erwähnt hast? Also warum für dich Norit Blödern und warum Carlos? Norit Blödern ist sozusagen mein Speedway-Fan. Also er ist mein Vorbild. So. Ja. Er fährt halt sehr, sehr gut. Und ich möchte irgendwann auch mal dort landen, wo er jetzt eventuell schon ist. Und Carlos, ich bin einfach sehr gut mit ihm. Wir kennen uns sehr lange und wir sind einfach beste Freunde und dadurch hat sich das auch noch so ergeben. Sehr cool. Also, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das kommt gerade falsch rüber. Du darfst dich natürlich freuen und wir freuen uns auch. Ne? Also, ja, das soll jetzt, es ist für uns so selbst überraschend gewesen, diese Umfrageergebnisse. Von daher, also ich persönlich finde es ja immer gut, wenn Neulinge kommen, wenn Leute, die es einfach anders machen. Genau, und nicht nur überraschend. Wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt mittlerweile mit den Sondersendungen, ich glaube, 70 Folgen oder 66 Folgen aufgenommen haben. Wir bereiten uns eigentlich relativ wenig auf Folgen vor, tatsächlich. Tatsächlich war die größte Frage heute nicht, kommt sie und macht das, das war uns klar, sondern was fragen wir denn und was dürfen wir überhaupt fragen? Und dann habe ich, Ebi, ich bin ja, wie du weißt, ich bin vom Beruf Erzieher, ich arbeite so mit deinem Alter den ganzen Tag zusammen. Ich sage, Ebi, wir dürfen doch eins nicht vergessen, wir müssen erst mal fragen, ob sie das überhaupt machen darf. Genau. Ja. Wir mussten ja sonst vorher noch, also wenn wir jetzt so Norik Blödon nehmen oder Christian Hiefenbruck, da brauchten wir Fadi oder Mutti nicht anzurufen und fragen, ey, dürfen die mit unserer Sendung aufnehmen? Ne? Also für uns ist es genauso Neuland wie für dich. Okay, super. Aber da können wir ja Papi ist ja da, ne? Ja, genau. Stand das für dich zur Debatte, dass, also du freust dich doch bestimmt, dass dein Töchterchen gewonnen hat und hier mit unserer Sendung aufnimmt, oder? Natürlich freue ich mich tierisch, dass sie das gewonnen hat und kann mir selber nicht ganz erklären, warum es so gekommen ist. Haben sich alles daran gesetzt, dass es so kommt. Aber dass es jetzt so geschehen ist, ist natürlich toll. Und wir wussten ja gar nicht, was jetzt der erste Preis überhaupt bei diesem Podcast sein wird. Ich habe immer gesagt, naja, um Geld wird es nicht gehen. Ja, wahrscheinlich können wir dann vielleicht so einen Podcast aufnehmen. So ist es dann gekommen. Jetzt saßen wir heute schon den ganzen Tag ein bisschen aufgeregt hier in der Garage. Nein, den ganzen Tag nicht, aber zum Abend hin saßen wir jetzt hier und haben... sind ziemlich aufgeregt, sind es natürlich ziemlich cool, dass es so gekommen ist und würden natürlich schon gerne ein paar Sachen von uns erzählen wollen. Aber ja, genau, das ist natürlich alles Fragen. Es gibt da keine Zensur oder irgendwas, was wir nicht fragen dürfen. Das ist alles gut. Also das ist ja auch genau der Hintergrund, zu zeigen, so pass mal auf, hier hast du Sendezeit, die unendlich lang ist, wir können 2 Stunden erzählen. Was eure Ziele sind oder so, das ist so ein bisschen, das Geschenk wäre jetzt übertrieben gesagt, aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben mittlerweile eine ganz hohe Reichweite und jetzt könnt ihr mal richtig auf die Kacke hauen. Ich habe mir gleich zwei Leute. Ja, uns hören ungefähr 3 Leute, also mehr nicht, aber ich habe tatsächlich, Hanna, gleich mal direkt eine Frage an dich. Als du gesehen hast, dass du so gewonnen hast, was für dich ja, na, ich würde mal sagen, na, überraschend nicht, du hast ja selber gesehen, wie fix das ging, du warst von der ersten Stunde an, warst du vorne, ne, bei der Abstimmung. Ja. Hast du als erstes so ein bisschen Panik bekommen? Was passiert denn jetzt überhaupt, wenn ich gewinne? Panik habe ich jetzt tatsächlich nicht so bekommen. Ich habe mich eher gefreut, so vor den anderen Superstars, in Anführungszeichen jetzt mal, die jetzt halt schon länger fahren und ich fahre ja jetzt erst seit 9 Jahren und die anderen fahren ja schon länger.
dass ich dann ja jetzt schon oben stehe, war schon echt cool. Ja, ich habe mich halt ja, irgendwie gefragt, was jetzt auf dem ersten Platz, wenn ich da Erster werde, was denn halt passiert, was ich dafür kriege oder ob ich dafür überhaupt gar nichts kriege oder irgendwie sowas. Ja, aber hat Spaß gemacht, dazu zu sehen, wie die Zahlen gestiegen sind bei mir. Uns tatsächlich auch. Wir haben so eine Reihe, oh, was machen wir hier? Was kommt hier mal raus? Ne? Aber ganz witzig, aber wo wir sind, also ich habe ja vorhin mal angesprochen, so ein bisschen Leute, die es anders machen, die medial gut auftreten. Ich habe mal eine Frage, ich würde mal einen Namen in den Raum werfen und bin mal gespannt, ob du den kennst. Oder und wenn, kannst du uns vielleicht was dazu sagen? Thomas Zenker. Ja, das ist ein Fotograf. Wer ist das? Wie steht ihr zu dem? Ja, also es ist ein Fotograf hier aus Parchim von der SVZ. Aha. Und er macht sehr viele Artikel über mich. Und ja. Also Hintergrund der Frage ist, ich finde das beeindruckend. Ich habe einfach deinen Namen gegoogelt, News, und sehe total viele SVZ-Artikel aufploppen, ne? Mhm. Was ja mega gut ist medial. Und guck so und guck doch mal, wer sie geschrieben hat. Und es ist immer der gleiche. Ich denke, ja, genau so macht man es. Ne? Und einfach füttern die Medien, ne? Genau, für alle, die es jetzt nicht wissen, worum wir reden, die SVZ ist die Schweriner Volkszeitung. Das ist die ortsansässige Tageszeitung in Parchim. Ja, die größte Zeitung fast in Mecklenburg, ne? Nach dem Nordkorea. Ja, nach Nordkorea, glaube ich. Ja, aber für unsere Leute, die in Bayern zuhören, das wird ja. Ja, ja, genau. Ne? Ja, finde ich super. Also gehört er zu eurer Fancrew oder habt ihr mal so gesagt, Mensch, hier hast du Bock, uns zu begleiten? Oder? Also der Zenker ist quasi auf uns der ist auf uns zugegangen. Der fand das ziemlich cool, was wir da machen. Der ist für die Sportseite in der SVZ zuständig. Und Hanna hat da herausgestochen und hat dann sich so ein bisschen der Sache angenommen. Aber er bricht sich jetzt nicht nur aus, wie soll ich sagen, nicht nur über Hanna, sondern er versucht den Bahnsport insgesamt ein bisschen nach vorne zu bringen. Er berichtet über die Termine, die auf dem Mecklenburg-Ring passieren und ja, quasi auch über die Erfolge oder Misserfolge von Hanna oder auch anderen Fahrern. Ne? Das heißt, der junge Mann, der Schreiberling, ist dann auch schon Bahnsport begeistert, weil du sagtest, er will so ein bisschen das herausbringen oder hat er sich derer nur als Redakteur der Sportredaktion angenommen? Also, der junge Mann ist schon ein bisschen älter und kennt den Mecklenburg-Ring noch mit 8.000 bis 10.000 Zuschauern und findet es eigentlich grundsätzlich ein bisschen schade, dass das alles so ein bisschen einschläft. Und dann kam 2014 Hanna dazu oder, also die Driftkids mit 2012, glaube ich, die Driftkids gegründet in Parchim und mit dem Herrn Seliger und Hanna kam 2014 dazu und das hat er so ein bisschen als Stoff genommen, um das wieder ein bisschen zu pushen. Er versucht es einfach den Bahnsport wieder ein bisschen nach vorne zu bringen und das ein bisschen in der Parchimer oder in der SVZ quasi regional ein bisschen zu präsentieren. Und da ist es natürlich immer schön, wenn man da jemanden hat, über den man schreiben kann. So ist es entstanden eigentlich. Sehr gut. Das heißt, wenn wir mal, Hanna, um dich mal wieder so ein bisschen mit einzubinden, wenn wir danach mal gehen wollen, du hast dann angefangen, direkt in Parchim auf dem Mecklenburg-Ring unter der Schule von Christian Seliger. Ja, habe ich. Ja. Das heißt, bist du ein Driftkid der ersten Stunde? Darf ich da mal eingreifen? Hm? Ja. Ich bin ja vorbereitet mehr. Oh. 2014 auf die PW50, Rookie of the Year. Kannst du mal erklären, was Rookie of the Year war? Danke, Peter Möller. Ach, Peter Möller. Ja. Meistertrainer. Ich weiß nicht, ob Hanna das jetzt berichten kann, weil sie noch ziemlich jung war. Ich weiß gar nicht, ob sie das so bewusst wahrgenommen hat. Also wir sind 2014 auf die Rennbahn gekommen. Sie ist vorher ein bisschen im Wald und Wiese gefahren. Ich habe noch einen Arbeitskollegen, der auf dem MT Mecklenburg-Ring oder Mitglied dort war und im Quad gefahren ist, hat gemeint, den habe ich die Videos gezeigt, hat gesagt, du müsstest dich mal ein bisschen an dem MT Mecklenburg-Ring orientieren, da ist ein Herr Seliger, der macht das, hat auch super funktioniert und 2014 war Hanna noch nicht so alt, um eine Lizenz zu erreichen und sie konnte keine offiziellen Rennen fahren, ist dann eben so offene Rennen und so weiter mitgefahren oder außer der Wertung und der Peter Möller hat sich gedacht, bevor sie jetzt hier am Jahresende bei der Weihnachtsfeier ohne Pokal dasteht, hat er einen Pokal selber inszeniert oder... Ist aber auch ein Feini, der Peter, ne? Hast du den Pokal noch, Hanna? Ja, klar. Ja, ich habe... Jetzt habe ich meine Vitrine jetzt noch von der... am Samstag war ja die Ehrung von der MBM und da haben wir den LM, also für die Landesmeisterschaft, den Pokal bekommen. Jetzt habe ich gestern meine ganzen Pokale in der Vitrine einsortiert.
Jetzt liege ich, glaube ich, jetzt schon bei 62 Pokalen oder so. Also genau, ich bin genau. Ja, genau. Also NBM, erst NBM und dann, puh, und dann verliest du es. Genauestens okay, ausgeht, nicht der Tanner. Ja. Der ist auch noch da drin, ja. Ja. Wie sieht es denn aus, Ebi, du hast dich jetzt so gut vorbereitet, jetzt lass mich mal mit meinen Fragen kurz glänzen, ja, also, okay. Ja, auf jeden Fall. Hanna, wie sieht es denn aus, Rookie of the Year, dann ging es ja irgendwann weiter, PW50 fährt man ungefähr bis man 10 ist, ne? Steigt dann auf die 85er um. Bist du auch schon international in der Jugend unterwegs gewesen, das heißt vielleicht PW50 in Dänemark oder sowas? Ja, also wir sind PW50 auf... 2015 in Silber. Oh, Seli, Mensch, Ebi, halt euch die Klappe. Ja, also wir sind mit der PW auch in Dänemark gefahren. Wir sind in Division gefahren, in der dritten Division. Und für wen, wenn ich fragen darf? Das ist mal ganz interessanter. Ran. Ja, Silkeborg. Ja, Silkeborg. Und dann nachher für Randers. Und dann, wo ich aufgestiegen bin, sind wir mit der 85er auch gleich von Anfang an. Naja, erst Training noch gefahren und dann nachher auch in der dänischen Liga gefahren. Viele Jugendfahrer, ich hatte das Gespräch mit Norik in ich glaube, in Pardubice dieses Jahr, die vergöttern ja so ihre PW50, ne, Ebi? Die stellen sich zu Hause hin, wenn sie damit fertig sind und so, ne? Weil PW50 so der Anfang und das Schöne ist, Hanna, hast du deine PW50 auch noch stehen? Ich wollte sie gerne behalten, aber in dem Moment brauchten wir das Geld, damit wir die 85er kaufen können. Okay. Jarek Perens ist damit jetzt, glaube ich, MBM-Meister geworden. Ja, Jarek. Ah, cool. Ja, hat sie auch. Ja, Jarek Perens. Ne? Perens. Ja, sicher, ja. Von dem habe ich auch eine PW für Klasi. Dann hat sie ja zumindest einen guten Zweck auf jeden Fall erfüllt. Ne? Ich durfte aber. Ja, wenn ich da mal noch, 85er waren wir gerade, ich durfte, glaube ich, bei dem letzten offiziellen Rennen dabei sein in Wolfslake, ne, war das? Ja. Das war nicht das letzte, das war die WM und dann hatten wir die EM in Randers und noch. Ach so, okay. Ich glaube, aber das war so das letzte Deutsche, wo ich auch so ein bisschen, ne, jetzt. Ja. Und dann bist du ja, also, das war schon krass, ne, dass da dieser, also ich, für mich, also muss ich auch ehrlich zugeben, ne, diese ganze Jugendklasse ist nicht meine Baustelle, ne, also man hat schon mit der, so als Fan, ne, als Zuschauer, hat man mit der, ja, genug Rennen zu tun, die man dann so fahren will, die man gucken will. Und dann hat man das nicht so auf dem Schirm. Wird ja auch oft uns als Kritik angelastet, dass wir uns nicht so auskennen in der Jugend und bla bla. Ja, zu Recht manchmal, ne? Und ich war ja da mega überrascht, was da so aufgezogen wird, ne? Erzähl mal so ein bisschen, also ich glaube, das war so ein Premium-Produkt, ne? So normale Rennen sind doch, ja, nicht so aufgezogen, ne? Also weißt du, was ich meine? Also da war ja alles bunt, da waren Fernsehkameras, da waren Stadionsprecher. Also wenn alle Rennen so wären, würde ich viel öfter zum 85-Kubik-Zentimeter-Rennen gehen, ne? Aber ist bestimmt nicht so. Also bei der WM und bei der EM ist es halt schon mehr, da wird auch, wird es halt auch live gemacht, also übertragen wird es. Und es ist halt beim normalen Rennen in Parchim oder in Dänemark beim Ligarennen ist es halt nicht so, da geht es einfach ran und dann ist da nichts mit einer Kamera oder Live-Übertragung. Oder aber sind da Zuschauer beim dänischen Ligarennen? Ich war noch nie beim dänischen Ligarennen in der Division oder so. Solltest du machen. Also, es ist sehr, sehr spannend, sagen meine Fans auch. Und manchmal sind wirklich viele dort, also die zugucken, und manchmal sind auch echt gar keine da. Da sind nur die Mechaniker oder der Papa dabei. Oder wenn dann die Mama und die Schwester. Aber bei manchen war auch recht gut belegt, die Plätze. Ja, ist tatsächlich immer ganz unterschiedlich in Dänemark, ne? Also ich habe das auch schon in der ersten Division 500 Kubikzentimeter. Wenn du an den richtigen Stadien bist, ist es knackenvoll und es gibt so Sets, es gibt so Orte, wenn du zum Beispiel im Beruf bist, egal ob Superliga oder erste oder zweite Division, Beruf ist immer leer. Da sind vielleicht bei so einem ersten Divisionrennen 20 Leute noch nicht mal, ne? Da hast du keinen einzigen Zuschauer. Das ist in Dänemark total unterschiedlich, tatsächlich. Ja. Na, was das Ganze unterscheidet, ist auf jeden Fall dieses Ligarennen, was wir in der PW durchfahren haben und mit der 85er durchfahren haben. Das unterscheidet sich grundsätzlich zu Deutschland eben so, dass man da fährt man hin, um 10 vor 10 ist technische Kontrolle und um 10 ist Start. Ja. Da gibt es kein Training vorweg, nichts. Also bei der PW, die ersten Rennen bei der PW sind wir hingefahren, haben gedacht, wir sind an der falschen Rennbahn. Um 9 soll das Rennen sein, um 8:30 war noch kein Mensch da.
dann sind wir schon aufgeregt gewesen. Wir standen schon im Fahrerlager, da kamen die ersten Kinder, die sind angezogen, aus dem Auto gestiegen, haben die PW vom Hängerzug runtergenommen, sind zu TK und um 9 war Start oder um 9:30. Ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber du übertreibst dich. Genau so ist es. Nicht Training, kein Startbahntraining. Da kommst du hin, da geht es ran und da kannst du vorher nochmal über die Bahn rüber tapern und gucken, wie die Bahn vom Zustand her ist. Und dann geht das los. So ist es halt. Und in Deutschland wird das halt so eine Aktion über den ganzen Tag gezogen. Vormittags Training, dann ist eine Mittagspause, dann wird die Bahn gemacht. Die Bahn ist ja natürlich nach dem Bahnmachen ganz anders als zum Training. Und die Abstimmung stimmt dann vielleicht sowieso nicht mehr, weil es dann warm geworden ist, die Sonne scheint oder es hat geregnet. Das ist schon ein bisschen anders. Also in Dänemark wird man schon da so ein bisschen Stück weit jedes Mal ins kalte Wasser geschubst und ja. Wenn ich, Amy, bevor du vielleicht wechseln willst, das Thema einmal kurz noch. Die Frage an dich, André. Du hast ja nun von 50 bis 500 Kubik tatsächlich Hanna auch begleitet. Ich glaube auch als Mechaniker, ne? Du schraubst auch, richtig? Naja, was ich schrauben kann. Also das bezieht sich meistens auf Saubermachen und so kleinere Defekte beheben. So, also das Brille. Den Motorservice haben wir grundsätzlich woanders machen lassen, weil das Know-how, ich habe früher an meinem S50 geschraubt, aber das hat mit diesen Rennmaschinen wenig zu tun. Das ist zwar ein Zweitaktmotor gewesen bei der 85er, aber wenn du 600 Kilometer oder 400 Kilometer zum Rennen fährst, dann muss das Ding funktionieren und den Zorn von Hanna, wenn es nicht funktioniert hätte, habe ich immer ein bisschen an Dritte abgegeben. Das wollte ich nicht. Das heißt, ich kann dir die Frage, was du am liebsten geschraubt hast, 50, 85 oder 500, kann ich dir gar nicht stellen. Naja, doch, kann man schon. Die 50er war relativ einfach. Das ist bei der PW 50, das ist natürlich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist schon eine schöne Klasse, um da einzusteigen. Du hast keine Kette zu waschen, weil das Kardanantrieb ist. Du machst den Luftfilter sauber. Du machst die Lager alle sauber, die Radlager und so weiter, weil das immer alles ein bisschen offen liegt, damit das sauber und leicht war. Das Ding hat 3 PS, glaube ich. Und damit du konkurrenzfähig bist, muss das wirklich sauber laufen. Das Ding muss die 3 PS auch wirklich an die Hinterachse bringen. Bei der 85er bin ich durchgedreht. Diese Luftfilter, das macht mich verrückt. Das mache ich überhaupt nicht. Diese Schaumstofffilter waschen und wieder einölen, dann fährt sie eine halbe Runde, dann musst du wieder waschen. Und das war ein bisschen crazy. Die Ketten, das ging noch. Da haben wir so einen Waschtisch. Das machen wir auch alles alleine. Bei den Luftfiltern war ich wirklich so weit. Martin, also Brille, hat eine Internetseite gefunden. Da konnte man die schmutzigen, hätte man können. Haben wir dann schlussendlich nicht gemacht. Aber ich habe wirklich überlegt, diese schmutzigen Luftfilter dahin zu schicken und saubere wiederzukriegen und geölt, weil das war für mich wirklich jetzt, das mache ich gar nicht. Aber ansonsten haben wir alles alleine gemacht. Reifen wechseln, macht Brille. Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Also ich habe Luftfilter. Habe ich ja Frage beantwortet oder was? Nee, ich finde es, ja, das, also. Das wäre dein Metier, ne? Technik ist deins, ne? Ja, nein, ich möchte nur, um das abzuschließen, wird vielleicht zu technisch zu langweilig. Wenn ihr uns regelmäßig hört, wisst ihr ja, dass mein kleiner Sohn jetzt angefangen ist zu fahren. Ja. Und immer wenn wir im Training sind, wir haben im Winter einmal Training, die Woche in Stralsund und im Sommer zweimal. Und immer wenn ich sehe diese armen Schweine von Väter, diese 85er-Scheiße aufbauen müssen. Ne? Und dann springen diese Geier, die PW50 trittst du einmal an, das rollt einwandfrei, das ist so schön. Und ich habe schon so eine Panik vor dieser 85er-Scheiße, wie du gerade sagst. Ständig Luftfilter und dann kommt das Kühlmittel nicht durch. Und dann, ich überlege gerade irgendwie so eine Zwischensache zu machen, dass klar sie gleich 500er fahren kann. Aber mal sehen, ob ich das schaffe. Das wirst du nicht hinkriegen. Aber die 85er ist so. Die 85er ist spannend. Man muss halt regelmäßig Service machen. Genau. Luftfilter sauber haben. Weißt du, was ich gerade spannend finde, um mal komplett das Thema zu wechseln? Ja, komm, zieh mal durch. Also vor so 5, 6, 8 Sendungen, ne? Bevor Klaas anfing mit Rennen fahren, ne? Hat Micha zu mir gesagt, du, aber Klaas wird überhaupt nicht thematisiert. Gar nicht, ne? Das merkt gar keiner. Mittlerweile hat Klaas in jeder Sendung einen riesen Anteil, ne? Also, puh, ne? Wir müssen aufpassen, dass das nicht too much wird. Heute geht es ja auch um Hanna und ich quatsch die ganze Zeit. Das ist genauso blöd. Nee, das macht aber nichts. Das war auch ein Thema vorher. Habe ich gesagt, nein, Papa ist dabei. Nee, pass auf. Ich würde mal wieder... 2017 hast du angefangen, oder doch, 2017 bist du auf die 85er gewechselt und bist sie quasi bis jetzt gefahren, ne? Ja. Dann jetzt der Umstieg auf die 500er wird ja nächstes Jahr folgen, ne? Richtig. Ist schon. Heißt, du hast aber auch wie viele
die 125er und 250er ausgelassen. Ne? Meine Frage. Also das ist ja der, wurde uns jetzt oft gesagt, der perfekte Weg. Ne? Sehen andere anders. Hast du das entschieden? Habt ihr das aus Kostengründen entschieden? Und eine noch, dann kannst du mal ein bisschen länger erzählen. Wird es nicht 5 Jahre lang langweilig, gegen die als Alte gegen die ganz Kleinen zu fahren? Ja, wir haben die 125er und die 250er aus Kostengründen ausgelassen, weil das ist einfach zu teuer. Also, die 250er ist halt sehr teuer, so was wir vom Service so gehört haben. Und meine Mutti meinte auch nur so, ja, nee, das Geld hätten wir eventuell nicht. Aber wir könnten ja dann eventuell gleich 500er machen, das macht mehr Sinn. Wir hatten auch Reduzierungen reingebaut, das ist fast wie 250er, aber das fährt sich total, also es fährt sich nicht gut, als wenn das Ding keine Leistung so hat. Und okay. Ja. Also in der letzten Folge hatten wir ja Matze Barth, ne? Der hat ja gesagt, es ist alles Quatsch. Also entweder 85, dann 500, diese Zwischendinger, macht wohl keinen Sinn. Ich habe da keine Ahnung. Ebi, aber die Frage ist halt, Entschuldigung, Hanna, bitte. Die 125er versaut auch, glaube ich, einen so den Stil. Weil die fährt warum? Nie, ja, weil die fährt nicht quer. So, wenn du fährst auf der, du müsstest höchstens auf einer kleinen Bahn fahren, so parchen. Heidi Stolzenberg ist auch mit der 125er gefahren. Da meinte Seli nur so, ja, im Kidscamp fahr mal bitte auf der kleinen Bahn, weil im Kidscamp dürfen wir auf der großen Bahn nicht fahren. Mhm. Und das hat super geklappt. Das sah viel mehr nach Speedway aus, als würde sie auf der großen Bahn fahren. Also das, ich mag 125er allgemein nicht so wirklich. Du hast es aber mal probiert. Also du hast selber schon auf so einer 125er mal drauf gesessen. Nein. Nein. 250er? Nee. Und gleich noch anschließende Frage. Redet ihr in der Jugend, also ich meine, ihr seid ja noch relativ jung, wenn wir jetzt mal so 3-4 Jahre, wenn ihr so mit 10, 12, habt ihr euch untereinander als Kinder über sowas unterhalten? Guck mal, der fährt 125er, das will ich ja nicht oder sowas. Gibt es da so eine Fachgespräche in der Jugend? Also bei mir gab es sowas nicht. Gar nicht? Okay. Nein. Ich dachte, dass ihr euch da so richtig schön im Jugendalter die Taschen vollhaut. Nee, tatsächlich nicht. Oh. Mir ist meine Brille runtergefallen, falls einer fragt. Das war nicht ich diesmal. Nochmal zurück, die eine Frage, die interessiert mich doch wirklich, also nochmal wiederholt. 5 Jahre 85er. Hat man da nicht den Drang aufzusteigen? Also, oder gibt es da immer neue Anreize jedes Jahr? Oder? Ja, also wie motiviert man sich? Das letzte Jahr, also dieses Jahr, wo ich noch 85er gefahren bin, ich wollte eigentlich von Anfang an schon nicht mehr dieses Jahr fahren. Weil ich erstens zu groß war, das hat echt gar keine Lust mehr, also es war nicht mehr schön, es hat keinen Spaß mehr so wirklich gemacht. Aber Seli meinte nur so, ja, steig bitte erst nachher so mit 15 auf, fahr noch dieses Jahr noch zu Ende, mach nochmal. Wir wollten nochmal versuchen, eventuell auf dem Podest zu kommen bei der Europameisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft, hat leider nicht ganz geklappt. Also es hat wirklich nicht mehr so viel Spaß gemacht wie davor das Jahr. Aber jetzt dann, also ich habe auch gelesen, 500er ist einfacher zu fahren als 85er. Ne? War eine Aussage von dir. Kannst du das, was ist einfacher? Also was war dann schwieriger an der 85er? Ist es jetzt die Geschwindigkeit, die mehr Spaß macht? Kommst du schneller in Drift? Oder? Ich bin technischer absoluter Laie. Also 500er macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist halt sehr schnell, aber das ist echt so besonders an diesem 500er. Also es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist wirklich viel leichter, weil du kannst mit dem Gas spielen. Bei der 85er, wenn du Gas weggenommen hast, ist sie gleich geradeaus gefahren. Ich meine, wenn du bei der 500er jetzt auch ins Loch kommst oder Griff kriegst, musst du sie festhalten. Logisch, die würde sonst auch wegspringen. Aber die 85er war echt, sie war echt spezial. Also, wenn du ins Loch gekommen bist und falsch übersetzt warst, dann ist die gleich abgewürgt und ist ausgegangen. Oder das hatte ich auch bei dem einen Lauf, glaube ich, in Wolfslake. Das war, glaube ich, nicht bei der WM, aber es war ein anderer Lauf. Da bin ich dann umgekippt, also ins Loch gekommen, abgewürgt und bin ich umgekippt. Dann war ich nicht Erster, sondern Letzte. Also, das ist echt. Verrückt. Aber 500, da macht mir echt sehr viel Spaß und ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, auf die nächste Saison. Ja. Wer hat denn den Weg, den du bis jetzt gemacht hast im Spitway-Sport,
wer hat den am meisten mitbegleitet? Na klar, Fadi ist mit da, Brille als Mechaniker sicherlich noch. Aber wenn du jetzt mal so die letzten Jahre zurückdenkst, wer war dann so ganz viel da auf den Bahnen, wo du sagst, bei dem habe ich vielleicht viel gelernt oder Norik hat mich viel unterstützt. Gibt es da so ein, zwei Leute? Also Seli hat mich sehr viel nach vorne gebracht, also Christian Seliger. Mhm. Der hat mich sehr viel trainiert auch. Jetzt in der 500, da hatten wir uns auch schon einmal mit Norik getroffen gehabt. Ja. Aber sonst weiß ich jetzt erstmal keinen, der mich so noch begleitet hat. Ja, Micha? Ebi? Warst du fertig? Ja, ja, alles gut. Ich habe auch gelesen, ihr habt jetzt ins Team neu geholt, Sergej Malyshev. Ja. Stimmt das? Ist das so? Ja. Und ist das, weil, also der ist ja auch gefahren, ich glaube bis 2010 oder so, ne? War er jetzt auch nicht der, ja, also klar, also, mitgefahren, bisschen, aber... Bisschen länger, also ich kenne ihn vorrangig von den NBNs und so, ne? Landesmeisterschaft und sowas ist er gefahren. Also er hat noch eine Homepage, die hört 2009 auf, habe ich heute mal geguckt. Geht es da um dieses berühmte Buch, dass ihr schon die Settings habt für irgendwelche Bahnen oder wie unterstützt der euch jetzt als alter Speedway-Fahrer, sag ich mal, der auch also, 500 viel gefahren ist? Sigi unterstützt mich dabei, ja, wie soll ich sagen, also Seli unterstützt mich jetzt nicht mehr so in der 500er-Klasse, so mit Trainieren und so. Dafür haben wir jetzt Sigi, weil Sigi ist erfahrener, also was heißt, er kennt das halt, er hat auch Erfahrung damit gemacht und deswegen ist er jetzt so sozusagen mein Trainer. Er kommt zu jedem Training mit hin und er ist auch noch mein zweiter Schrauber. Er unterstützt Brille und ja. Finde ich super, genau das haben wir öfter gefordert, ne? Dass so ältere Fahrer sich der Jugend annehmen und die dann auch begleiten, ne? Weil wir ja gesagt haben, es fehlen 20 Jahre, es fehlen Stars und ja, finde ich super, also gerne noch mehr, die sich irgendwelchen Jugendfahrern annehmen. Ne? Für uns ist das natürlich ein totales Plus. Wir hätten jetzt nach der 85er, was Übersetzung und so weiter anbelangt, ich habe bei der 500er, ich weiß schon, wie das grundsätzlich funktioniert, aber was man wie ändern muss, da fehlt uns die Erfahrung. Also mir, Brille ist selber gefahren, der hat auch ein bisschen Know-how, der hat uns auch wirklich in der 85er gut unterstützt. Sergej war auch schon in der 85er mit bei EM, WM war er mit bei manchen Ligarennen war er mit bei. Jetzt bei der 500er hat er uns natürlich schon dementsprechend gepusht, dass wir nicht mehr zur Bahn gefahren sind und überlegen, auf dem Weg dahin, wie übersetzen wir jetzt Wittstock, wie übersetzen wir jetzt Brokstedt. Hanna fährt eine Runde, die S fährt zwei Runden rum, sieht nicht so gut aus, das Ding kommt im Begrenzer. Und dann sagt Sergej, komm runter, wir müssen das und das machen. Das bringt einen natürlich vorwärts. Das sind bei anderen Teams sind das Wochen und oder Trainingstage, Stunden, die sie brauchen, um darauf zu kommen. Und das kann er uns sagen. Und das ist natürlich mehr geht nicht. Aber wir sind ja super aufgestellt. Ich hoffe, es bleibt so. Wir haben Sergej nicht zu uns geholt. Er ist zu uns gekommen. Er hat gesehen, wir kennen uns. Wir sind befreundet. 85er war, glaube ich, nicht so ganz sein Ding. Hat mit seiner Karriere und mit seinem Spielsport nicht so sehr viel zu tun gehabt. Hat das natürlich auch respektiert und fand das auch toll, was wir da machen. Aber jetzt in der 500er, da findet er sich selber wahrscheinlich wieder und was und bringt ein gewisses Know-how dabei mit und lässt uns daran teilhaben. Ja, das ist das total wichtig, ne? Ja, zumal der Sergej ja auch ein Pütterjunge ist, ne? Also. Ja, 100%. Ich glaube, ne? Pütt ist, ich glaube, das plattdeutsche Wort für Parchim, Pütterjung. Kennst du nicht Pütter Mittagstisch im Parchim? Gibt immer lecker Essen. Ja, kein Fall. Yes, Bolognese. Bleibt dann auch. Wir kommen mal kurz in die Gegenwart zurück und ich möchte mal kurz vom Spielfeldsport weggehen. Auch arbeitsmäßig finde ich immer ganz interessant, wie die Jugend so weitermachen will. Nun ist es ja so, dass du relativ viel Aufsehen gesorgt hast, bist schon Wittstock gefahren und so, aber es gibt ja auch noch ein zweites Leben. Es gibt ja auch noch die Hanna ohne den Spitwäschsport, ne? Ja. Wir haben jetzt gerade gesehen, du gehst zur Schule, hast gerade ein Praktika gemacht. Wie sieht denn so der Weg zwischen dem Spitwäschsport, Schule und Ausbildung bei dir aus? Hast du dir schon einen Plan gemacht, wie es für dich selber weitergehen soll? Ich hatte ja jetzt das Praktikum im Sanitätshaus DOM gemacht, in Schwerin. Wo ist das? In Schwerin. Oder wo war das? In Schwerin, okay. Ja, und es hat echt sehr viel Spaß gemacht
Und ich denke, das wird auch so in die Richtung gehen, weil das ist halt was Handwerkliches und ich mag es gerne, so ein handwerkliches Geschick. Was ich mir gar nicht vorstellen könnte, ist so Bürokram oder irgendwie sowas. Also was im Büro oder Schön. sowas. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder Künstlerin oder irgendwie sowas oder Friseur oder sowas. Ja, also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Handwerklich muss es schon sein. Und ja, ich hatte schon überlegt, auch noch Polizei zu machen. Aber da konnte ich noch nicht so wirklich ein Praktikum machen, weil die waren dieses Jahr voll. Vielleicht mache ich das noch nächstes Jahr im zweiten Halbjahr. Mal gucken. Und Aber, ja. Evi, bitte du. Entschuldigung. Du weißt ja aber schon, dass du nicht immer Carbon-Hitzeschilder bauen kannst, ne? Du musst dann Nee. die. Also, du kannst nicht einfach. Ja, gib mir her, ich baue mir was anderes, ne? Du kriegst kein Bein, ich baue mir hier ein Hitzeschild für den Auspuff. Genau. Entschuldigen Sie bitte, Ihr Bein geht gerade nicht. Ich brauche. Ja, ist Ich auch kein Problem. brauche ein Hitzeschild für den Auspuff. Wie kamst du darauf, das zu bauen? War das, ich meine, es ist ja jahrelang dein Sponsor, ne? Also, ihr habt ja sicherlich da irgendeinen Deal und. Naja, er kam dieses Jahr erst dazu. Ach so. Jahrelang jetzt nicht, aber er kam dieses Jahr erst dazu. Ich wollte vernünftige Orthesen haben. Und dann hat ein Bekannter von uns gemeint, ja, ich kenne da einen. Und so fing das einfach alles an. Und dann hat sich das immer weiter aufgebaut. Und dann ist es nachher zum Sponsoring gekommen. Naja, und wichtig ist ja bei so einem Praktikum, dass man eben auch was macht, was ein Endprodukt nachher hat. Und wenn das jetzt auch sinnvoll verwendet werden kann, ist es ja nicht so ganz schlecht. Aber ob es jetzt ein Hitzeschutz ist oder eine Unterarmschiene. Ja, ich möchte noch mal an eine Frage an das Thema anknüpfen, Hanna, auch wenn das einige für sehr früh halten. Nee, du bist jetzt 15, du bist 16, richtig? Am August nächstes Ja, Jahr. ich werde nächstes Jahr 16. Okay, das heißt, du bist quasi schon so ein bisschen in deiner Erfindungsphase. Du guckst, wo dein Weg wahrscheinlich gerade hingeht, so, ne? Welche Rolle man später im Leben einnehmen möchte. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn der Weg offen wäre, ein Profi zu werden? Also ein Speedway-Profi? Daran habe ich auch schon gedacht, dass ich eventuell das so minorig mache. Aber Aber hört mal weg kurz. ich denke, ich mache erstmal eine Lehre und dann mache ich erstmal meinen Beruf. Also ich mache dann erstmal eine Ausbildung und dann werden wir mal weitersehen. Da denkt Fadi Ja, vielleicht ein also. bisschen anders. Also grundsätzlich ist es ja immer schön, wenn man sagt, Schule, Ausbildung, Beruf. Aber wenn das jetzt wirklich so reinkrachen sollte, was wir natürlich nicht wissen, da steht ja alles in den Sternen. Also ich würde das auch irgendwie versuchen, so hinzukriegen, dass sie erstmal so vielleicht wie Norik oder so da so eine Karriere anstrebt oder anstreben Das ist könnte. halt immer so ein Verbangspiel, ne? Ja, Was man macht, ne? Also das stelle ich mir total schwierig vor. das haben wir jeden November, dieses bange Spielen, also gehabt bislang. Geht das im März weiter? Wie verändert sich also so ein Kind? Also Hanna ist im 15, ist kein Kind mehr. Aber in der PW-Phase haben wir das gehabt, in der 85er-Phase, da bin ich hier auf die Nerven gegangen. Was Willst du ist? noch weiterfahren? Willst du noch Du weiterfahren? bist im Winter dabei als Ja. Elternteil und bereitest alles vor. Das Kind macht irgendwelche anderen Sachen auf einmal, weil Spielfehl nicht im Vordergrund steht, weil Spielfehl quasi im Winter nicht geht. Und denkst du jedes Mal, machst du das jetzt alles, um das im März wieder zu verkaufen? Oder setzt sie sich Ja. darum, fährt im März weiter? Also wir wissen es halt quasi alles nicht. Aber sei es jetzt so, sie kriegt das so umgesetzt, dass das auch wirklich konkurrenzfähig wird, das weiß man ja alles nicht. Und da fahren ja alles erfahrene Leute. Dann würde ich das natürlich, oder wir als Familie versuchen, irgendwie zu organisieren, dass sie das auch weitermachen kann. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich erstmal Ausbildung und Beruf. Wie hat das denn Celina Spannend. Lindner gemacht? Wisst ihr das? Ja, da wäre ich noch drauf gekommen. Also, was so machst du jetzt eigentlich? Also, du hast ja vorhin gesagt, die 500, auf Celina kommen wir später noch. Wie hast du gesagt? Die 500 muss man auch festhalten, wenn man ins Loch kommt, ne? Ja. Heißt das jetzt auch, machst du jetzt mehr Sport, mehr Kraft? Weil du brauchst ja sicherlich, das Thema hatten wir mit Celina auch schon ganz oft, auch in der Sendung, dass, ne, ob Mann, ob Frau ist aber gleich. Also, du musst halt nur ein bisschen mehr trainieren, weil du länger brauchst, um Muskeln aufzubauen und so. Machst du jetzt mehr Sport oder wie sieht es da aus im Winter? Bist du mehr im Fitnessstudio? Oder lässt du es auf dir zukommen? Wir haben uns, nee, auf jeden Fall nicht, weil man braucht die Kraft dort, das hat man bei der 85er schon gesehen. Und in der 85er Zeit habe ich hier was zu Hause gemacht. Liegestütze und Sit-ups und sowas alles. Aber jetzt haben wir uns im Fitnessstudio angemeldet und jetzt gehe ich zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Ja, da ist ein Holger Lehmann, das ist der Inhaber.
Der ist mit mir durchgegangen, was ich fahre. Also der kennt das auch ein bisschen. Der weiß auch, dass man da Kraft braucht. Und dann hat er mir so einen Trainingsplan erstellt. Ist mit mir durchgegangen, alle Geräte, die ich machen soll. Und jetzt kann ich meine Gewichte halt schon selber aussuchen und was ich da mache. Aber so gehe ich jetzt erstmal, versuche ich es mit der Schule auch, zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Was ist denn so für dich gerade die, neben dem Training, den wöchentlichen, was ist denn so die größte Entbehrung, um den Spielfeldsport trotzdem weiter zu betreiben? Also, was fällt dir am schwersten, worauf du verzichten musst? Ja, am Wochenende vielleicht mit Freundinnen abzuhängen, Ja. keine Ahnung. Ja. Sowas in die Also, Richtung. meine Freundschaft hat, also ich will jetzt nicht sagen nachgelassen, aber es ist halt weniger geworden. Meine besten Freundinnen, die sind nicht sauer auf mich, die können das auch akzeptieren im Sommer so, und dass ich halt weniger Zeit habe dann am Wochenende, weil ich hatte davor immer so jedes Wochenende fast bei denen geschlafen. Und jetzt ist es halt nicht mehr so und wir treffen uns kaum noch und es ist halt schwieriger geworden, aber es ist halt mein Hobby und die haben halt kein Hobby. Das ist auch schwer umzusetzen, weil würden die auch ein Hobby haben, Volleyball oder irgendwie sowas, dann würden die auch jedes Wochenende weg sein. Das würde dann nochmal was ganz anderes sein, aber naja. Wir sehen uns immer in Ich der habe Schule, wir sind Klassenkameraden. Es ist ja halt. immer gedacht, dein ganzer Freundeskreis ist mit auf der Rennbahn. Ne, weil Nein. egal, wo du auftauchst, sind ja gefühlt immer 150 Leute. Das kann ja nicht nur Familie sein. Ne? Also, und egal wo, auch im Innenring draußen, ne, das ist ja auch mal so ein Thema. Ne? Also bei euch im Clan ist ja immer sehr viel, Ja, ja, da sind wir schon ein ihr seid ja bisschen. mit sehr viel unterwegs. Ne? Die Entourage. Ja, es ist einfach nur schön. Muss Ihr man lebt das, ne? Also das mögen. ganze Umfeld. Ja. Wir sind halt eingesessene Pärchen mehr. Ich lebe jetzt seit 1974 hier. Ich habe einen riesen Freundeskreis. Die finden es alle toll, was Hanna macht. Und da sind alte Bahnsportler dabei. Der Dietmar Heie, der ist mal Schrauber gewesen bei Mike Schröder, der ist Langbahn gefahren. Keine Ahnung, so setzt sich das zusammen und die entdecken das neu und die wollen halt, sind dann noch Nachbarn obendrein und die wollen das erleben und wir sind dann auch dann so ein Stück weit bereit, halt den Achtsitzer zu stellen und mein Bruder ist dann der Fahrer und dann steigen die da ein und haben einen schönen Tag und haben unsere Shirts an und mehr ist es ja eigentlich. Okay, Es wäre so einfach, ne? Wenn jeder Fahrer 10 mitbringt, ja. dann machen wir Ja. schon 200 Leute an der Bahn. Ja, Ne? man muss sie natürlich auch ein Genau. bisschen motivieren, Begeistern. ne? Ja, aber es geht denen so ein bisschen wie uns. Ne? Micha, wir hatten ja auch so ein bisschen die Lust verloren, sag ich mal. Also Lust verloren, aber dann Wie hat man meinst du wieder so das? mit dem Podcast Ja, angefangen, ja. so Leute wieder kennenzulernen, also quasi den Bahnsport neu zu erleben. Das Gefühl habe ich bei euch so im Team auch. Ne? Also Das haben wir für das gerade bei Umfeld. unserem, Also. das haben wir jetzt bei unserem neuen Sponsor, dem Thorsten Siemen, der war jahrelang Valentino Rossi-Fan, der hat aufgehört, der wusste, der hing so ein bisschen in der Luft, was Motorsport anbelangt. Jetzt der Niki Weidenhagen, das ist der Geschäftspartner, der war Niki Peter, der heißt nicht Niki Weidenhagen, der heißt Dirk Weidenhagen, aber der Spitzname Niki, weil er Niki Petersen-Fan ist. Mit Niki Petersen ist es so ein bisschen, und der wollte mir vom Spielfeld eigentlich gar nichts mehr wissen. Dann kommt er auf einmal, sieht Hanna und denn das ist alles so ein bisschen euphorisiert, das ist auch alles ein bisschen neu und wir werden sehen, wie lange es durchhält. Aber im Moment ist es einfach nur toll und das ist schön. Ja, es funktioniert. Hanna hat dann noch ein geiles Training da in Wittstock abgelegt, dann das Rennen da. Ja, war klasse. Der erste Lauf. Ich habe gedacht, das geht. Was macht sie denn da jetzt? Das war mega. Und dann pusht das alles so ein bisschen. Dann diese ganze mediale Kram, dass es bei Facebook und bei Instagram und Videos gibt und du kannst da abends auf dem Beamer gucken und dann findest du es nochmal gut. Und naja, so ist es halt. Ne? Alles Dann findest du das noch mal gut. Ja, gut. Der Ich habe Beste. gerade auf Video. Ich finde das eigentlich finde ich das noch mal klasse. Das war schon nicht. Ja, natürlich darf man nicht vergessen, dass gerade diese ganze Sache auch Facebook, Instagram natürlich auch unheimlich den Druck auf so eine junge Frau aufbaut. Das darf man nicht vergessen. Hanna, empfindest du manchmal schon Druck? Also Aber kann auch mal eigentlich, kurz 5 Minuten die Ohren zu halten, so. nein. Genau. Also eigentlich ja schon, so ein bisschen. Ich meine, ich mache das für mich, weil mir das Spaß macht. Aber ich habe halt auch Sponsoren und ich meine, wenn ich da nichts leist, keine Leistungen bringe, dann denken die sich wahrscheinlich auch nur so, ja, wieso sollte ich die denn jetzt auch noch sponsoren? Da kommt eh nichts bei raus. Und das könnten die dann wahrscheinlich auch alleine schaffen. Manchmal habe ich so den Gedanken, aber also so ein, es ist wenig Druck. Es ist jetzt nicht sehr viel, aber es ist ein bisschen. Wenn ich dann kurz was sagen dürfte, wir haben das bislang eigentlich diese ganze PW und 85er-Karriere oder
Saison oder wie soll ich es nennen, die haben wir bis vor 2 Jahren eigentlich von ihr ferngehalten, wo sie klein war. Dann ist sie irgendwann mal an das Handy alle gekommen, dann kam Facebook dazu, da hat sie es dann mitgelesen. Mhm. Bislang haben wir eigentlich, davon hat sie eigentlich bislang nichts gewusst. Jetzt ist es natürlich schon ein bisschen offensichtlicher, sie weiß, wer diejenigen sind, aber bislang haben wir nur mit tollen Typen zu tun, die halt sagen, du gehst da mit Spaß ran, und was passiert, das passiert, und was dabei rauskommt, kommt bei raus, und fertig ist es. Die wollen einfach nur, dass wir vernünftig dastehen, dass wir nicht anfangen müssen, hier im Fahrerlager noch einen Motor zusammenzuschrauben, dass wir da vernünftig ankommen, dass sie da sich ans Band stellt, ohne Gedanken zu haben, was ist jetzt mit der Technik, wenn ich das so und so mache? Kann ich das Ding voll was bewegen? Darf ich es nicht? Ist das Ding kurz vorm Service? Also das versuchen wir tunlichst irgendwie so hinzukriegen, dass sie da ans Band geht und das machen kann, was sie kann und zeigen kann, was geht. Und mehr nicht. Mehr muss es nicht sein. Im Moment jedenfalls nicht. Also absoluter Respekt. Genauso muss es ja eigentlich vom Umfeld her auch sein. Muss es sein, natürlich. Der Fahrer halt nicht frei, ne? Und der Fahrer muss ja auch frei sein. Entschuldigung, habe ich jetzt Nee, gar kein Problem. Wir hatten das ja auch mal thematisiert. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen um euch, wo wir das so die Frage aufgeworfen haben, ne? Also kommt denn gar kein Druck mehr auf die Jugend oder ist das auch zu viel? Oder das wäre jetzt die Brücke. Ich persönlich bin ja so ein Thema, der so ein bisschen Druck schadet nicht. Ne? Nein, schadet also, auch nichts. Jetzt nur kuscheln ist auch blöd, aber zu viel. Also da diesen Mittelweg finden, ne, finde ich. Ja, also wenn man zu viel Druck kriegt, könnte man nachher auch irgendwann sagen, ja, ihr könnt mich mal. Es gibt viele Beispiele. Ja. Aber, Also ein bisschen muss sie schon spüren. Also sie muss da schon ans Band gehen und sagen, ich will hier Punkte fahren und nicht, na gut, dann fahre ich jetzt als Vierte hier vom Band weg. Ist genauso. Ja gut, dazu ist der Sport auch zu teuer, um jetzt zu sagen, Hanna, setz dich mal rauf und fahr mal 4 Runden und wenn du halt keine Punkte mitnimmst, ist es noch so. Ne? Ja. Das ist ja Bullshit, wir sind ja hier nicht beim Fußball. Ne? Hanna kriegt ja nicht einmal im Jahr jetzt einen Fußballschuh für 55 Euro geschenkt und 2 Bälle dazu. Also, ne? Irgendwo muss das da, also ich denke, wenn wir an unsere Jugend, gut, André, du bist jetzt nicht mehr gut, Ebi, du bist auch nicht meine Jugend, aber denken wir doch mal an unsere Kindheit zurück, da standen die Eltern schon und haben gesagt, komm, jetzt mach mal so, sonst wird das nichts. Und ich glaube, dass das, ich sage jetzt mal arrogant, ich rede ja nur aus meinem absoluten Themengebiet arbeitsmäßig, dass das der Jugend gerade sehr, sehr doll fehlt, dass da auch mal Druck gemacht wird. Natürlich. Ne, es muss gesagt werden, pass auf. So, Hanna hat das gerade schon ganz gut formuliert, glaube ich. So ein bisschen auch mit den Sponsoren, dass die Kinder und auch die Jugendlichen und Heranwachsenden auch das Gefühl dafür kriegen, ey, du musst auch was in deine Gesellschaft zurückgeben. Ne? Und das kannst du gerade, wenn du ein Fahrer bist, so wie du, Hanna, das hast du vorhin gut gesagt, das kannst du nur machen, indem du zeigst, hier, guck mal, ein paar schöne Punkte gefahren, guck mal, hier bin ich nicht ganz so gut gefahren, aber nächstes Mal wird es besser. Und dass man sich damit auch, so wie du das gemacht hast, akribisch auseinandersetzt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, und ja. Die Ziele, Vater, wie du das gerade, André, wie du das gerade sagtest, dass da auch mal ein bisschen was mit hinterstehen muss. Ne? Wir dürfen die Kinder nicht immer nur streicheln. Das ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, definitiv. Also, um das nochmal zu sagen, den größten Druck übt sie selber auf sich selbst auf, weil sie so ehrgeizig ist, sie will vorne sein. Und wir haben Läufe gehabt in Wissenbjerg, 85 Kubik, da ist die Dritte geworden. Das ist ein Lauf gewesen, also das ist... dass sie da Dritte geworden ist, das ist mehr als ein Sieg gewesen in dem Lauf. Wenn du siehst, dass das Kind fightet, dass es versucht, in jeder Runde anzugreifen und die Lücke ist nicht da, dann ist es halt so. Ich kriege noch eine Pelle. Also. Darf sie ja auch, ne? Sie darf ja auch Ansprüche an sich haben und soll sie ja auch haben, ne? Sie, also man muss sie aber auch sagen, man muss, glaube ich, nur sehen, dass jemand ehrgeizig ist, dass jemand das will, dass jemand vom Start weg vom will, dass jemand angreift. Gerade beim Spiel ist es ja so, der Start ist entscheidend, man muss sehen, wie der Fahrer weg will. Man muss sehen, dass der Fahrer versucht, die Lücke zu suchen, mal eine andere Linie versucht. Und ich glaube, dann ist schon dem Sport mächtig geholfen, anstatt nur hinterher zu fahren. Und mehr wollen wir im Moment auch gar nicht. Und man muss es sehen, wie sich das alles entwickelt, keine Ahnung. Wenn ich noch mal eine Frage kurz, Hanna, sag mal ganz ehrlich, geht dir der Zirkus manchmal auch ein bisschen auf den Sack? Ja, wenn die mich zu doll beloben, so. Also wenn sie sagen, ja. Oh ja, Hanna, das hast du toll gemacht. So wie in Witchdog jetzt, da war meine ganze Fantruppe dabei, also vielleicht nicht die ganze, aber teilweise. Und dann bin ich vom Lauf, also, oder auch da gibt es eine Frau, ich nenne jetzt keinen Namen,
Und die sagt dann immer, ja, fahr vorsichtig und Hauptsache du kommst ja heile runter und das hast du dann toll gemacht und sowas. Und dann, wenn du das aber nach jedem Lauf irgendwann kriegst, dann nervt dich das einfach. Weil auch hier zu Hause oder auch beim Training, dann fahr bloß vorsichtig, hab Spaß und das schaffst du schon. Und ja, also manchmal ist es halt ein bisschen nervig, also, aber sonst geht es. Aber das macht mich gerade total glücklich, dass du das jetzt so sagst. Weil genau. Ich habe dich jetzt hier als selbstbewusste Frau. Also ich glaube, du wärst auch die, die dann auch den Leuten sagt, du, sorry, jetzt ist aber mal gut. Ne? Genau, halt mal jetzt die Schnauze ein bisschen. Jetzt, Mario Barth hat so ein geiles T-Shirt, ne? Dich hat dir keiner gefragt. Ne? Oder so. Ja, genau. Ne, sehe ich aus wie ein Würstchen. Super, also bleib um Gottes Willen so, ne? Also bleib genau. So selbstbewusst. Sehe ich aus wie ein Würstchen, dass du ständig deinen Senf dazu gibst, ne? Oder was? Genau. Ja, Evi, du bitte. Ja, ich bitte. Ich mach mal einen Schwenk. Mhm. Celina, du hast es schon mal angesprochen. Ja. Die hat ja, also was die im deutschen Bahnsport aufgewirbelt hat, so die letzten ein, zwei Jahre. Ne? Gar nicht, weil sie irgendwo gewonnen hat, aber die ist einfach da. Ne? Also hast du sie so ein bisschen als Vorbild, weil die war SGP 2, die war deutsche Vizemeisterin jetzt, U21, in ihrem letzten U21-Jahr. Du hast in der Zeitung gesagt, du willst da dieses Jahr angreifen, in deinem ersten Jahr quasi. Siehst du da Parallelen bei euch? Also bist du auch so ein, ja, so eine mediale Rampensau oder willst du mit Leistung eher überzeugen, wie so ein, ja, Kevin Wölbert, nehme ich da mal so, ne? Ich würde einfach sagen, ich lasse es einfach auf mich zukommen, so wie es nächstes Jahr wird oder wie es nächstes Jahr kommt. Ich meine, wie siehst du Celi im Allgemeinen so oder? Ich finde sie. Du kriegst ja schon auch mit, was da so um sie passiert. Ja, ich finde das, also ich freue mich halt auch für sie. Sie ist auch ein Mädchen, so wie ich. Dass sie das geschafft hat, da beim SGP2 da mitzufahren. Ja, genau. Das ist, also das finde ich echt gut. Oder jetzt auch in Australien da, ich weiß nicht, hat sie da eine Einladung bekommen? Ich glaube, ja. Ne, das ist diese FIM Women Akademie, die auch in Diedenbergen war. Ja, genau. Da hatten sie auch eingeladen, das war auch in Australien. Ja, dass sie da jetzt mitfahren kann, ist schon cool. Also, ja. Ich habe jetzt keinen so wirklich, Bezug zu Zinger, also wir quatschen jetzt nicht so oder so. Also ich kenne sie nicht vom Persönlichen her, aber was sie so in der Speedway-Szene macht, das macht sie echt gut. Krass, also in meinen Augen macht die sehr, sehr viel für den Sport und das zwar gar nicht über die, also Leistung, na klar, also ne, deutscher Vizemeister wirst du auch nicht geschenkt. Ja. Genau. Ne, sie steht bei Eurosport da, bei wie auch immer. Ja. Was sind denn so deine Ziele? Irgendwann. Also so polnische Liga, Bundesliga. Ich würde diese Frage tatsächlich gerne noch mehr einen Rahmen geben. Achso, okay, was ist denn? Also die Frage ist ja gut, Ebi, weil du bist ein sehr guter Fragesteller. tatsächlich würde ich das gerne konkretisieren, weil du bist ja jetzt auf die 500er gekommen. Übrigens in Witschok ein toller Lauf, falls ich dir das nochmal sagen darf. Immer schön vorsichtig. was ist denn das Ziel für das nächste Jahr? Wir haben jetzt 4 Anfragen für Liga Nord bekommen, also von 4 Teams oder von 4 Clubs. Ich habe es jetzt leider nicht verstanden. Könnt ihr nochmal kurz wiederholen? Ich hatte echt einen Unterbrecher gerade. Also wir haben für nächstes Jahr Anfragen von 4 verschiedenen Clubs bekommen für Liga Nord. Und ich habe mich jetzt entschieden. Wir fahren nächstes Jahr für Güstrow, ich darf es auch schon sagen. Ja. Also Wie willst du gewinnen, ne? Nein. Ich will halt nächstes Jahr mein Bestes geben. Ich will Liga Nord sehr gut mitfahren, gut Punkte für Güstrow holen und mal gucken, was dabei rauskommt. Krass. Mhm. Also, was hat den Ausschlag für Güstrow gegeben? Weil es halt ein Team ist, was um den Sieg mitfährt? Weiß man halt einfach bei Güstrow? Oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass auch Tedro angefragt hat. Oder, ja, oder ist es die Heimbahn? Oder? Wer hat Kloppenburg ist ja auch ein Verein. Ja. Wolf Slake hatten wir noch. Dann Tetero und dann noch Meißen. Güstrow ist einfach dichter dran, ne, zum Training fahren auch so. Und soll ich das sagen mit Flixburg halt so? Heimatliebe. Yeah. Naja, das ist schon, also wenn wir Training fahren wollen, wir wollen viel Training fahren, weil unser Mentor hier, Martin Brille-Kallenbach, sagt immer, Speedway fahren, lernt man durch Speedway fahren. Und wir wollen Mittwochs Training fahren, wir wollen am Wochenende Rennen fahren. Also wir wollen das, ich hoffe, Hanna auch. Ich spreche jetzt schon wieder für Hanna. Bislang habe ich immer für Hanna gesprochen. Jetzt ist es gerade ein bisschen neu für uns.
Alles gut. Wir haben uns bewusst so entschieden, weil es einfach dicht bei ist, weil wir denken, dass es ein toller Club ist. Und ich glaube, für jeden Mecklenburger, der Spielweg fährt, kommt an Güstrow nicht vorbei. Pfingstpokal, Osterpokal, keine Ahnung. Das hat natürlich auch ein klein bisschen Ausschlag gegeben. Und das ist das erste Jahr für uns. Wir waren bislang als Spielweg-Team Grunwald, Hanna Grunwald, waren wir in Deutschland kaum präsent. Wir sind jetzt 9 Jahre in Dänemark durch die Gegend gefahren. Da haben wir unsere Angebote gekriegt Ende Oktober. Haben da unterschrieben und waren teilweise auch froh, dass wir einen Club fürs nächste Jahr haben. Und jetzt fahren wir ein bisschen Training da oder Hanna fährt Training in Wittstock und in Brockstedt und dann kriegen wir Angebote. War für uns auch alles ein bisschen neu. Und wir haben uns jetzt für Güstrow entschieden, weil es quasi nur 60 Kilometer vom Parchen weg ist. Wir wollen Training fahren, wir können da Training fahren. Wir können vielleicht bei einem dieser renommierten Rennen mitfahren oder in der Jugendgruppe. Mhm. Da steht alles noch nicht so ganz fest. Das ist auch gar nicht so ganz hundertprozentig wichtig. Ja, wir wollen dafür natürlich auch fahren und das bietet uns Güstrow, das bietet uns die Liga Nord. Wir haben mit Jürgen Liebmann gesprochen, was wir machen sollen, weil wir in Deutschland uns überhaupt nicht auskennen. In Pardubice haben wir Gespräch geführt mit ihm. Er sagt Liga Nord, er denkt, dass Liga Nord ein guter Einsteiger ist in diese 500er-Klasse. Würden gerne noch ein bisschen auch in vielleicht in Dänemark fahren, aber ich glaube, so ganz genau weiß ich es nicht. Wir sind da noch wir dürfen wahrscheinlich mit 15 Jahren in Dänemark nicht fahren, deswegen müssen wir uns jetzt auf Deutschland konzentrieren. Ich weiß nicht, ob wir so ein offenes Rennen vielleicht in Polen oder irgendwas kriegen. So, das wäre natürlich schon irgendwie ein bisschen geil. Mhm. Aber so sind wir erstmal für nächstes Jahr. Das sind unsere Wünsche und schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Alle Daumen gedrückt. Also, ja, danke. Absolut. Also ich staune tatsächlich, dass es Güstrow geworden ist. Obwohl es mich dann doch wieder nicht überrascht, weil Trainingsmöglichkeiten bieten sie halt jede Woche. Ne? Und, ja, genau. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Ebi, es wird ja immer alles teurer. Ne? Also nicht nur, dass dieser Sport kacke teuer ist, so doof das klingt. Güstrow 60 Kilometer sind halt einfach mal einen Tank weniger, als wenn du irgendwo nach Meißen fährst. Ne? Und tatsächlich hatte ich hier auf meinem Zettel zu stehen, Speedwilliger Nord soll gefahren werden. Mhm. Kriegen wir das Team raus? Ja, das braucht mir gar nicht viel nachbohren. Ne? Hat sich ja so ergeben. Super. Ach, waren wir jetzt. Ja. Spannend. Ja, es ist alles spannend. Für uns ist es auch spannend. Wir waren bislang nicht präsent und auf einmal ist es alles irgendwie anders. Und Es ist natürlich ein bisschen spannend. Ja, dieses eine Rennen in Wittstock, ich habe es eh nicht verstanden. Es war ja, also man sagt ja immer ein Rennen und gewonnen und es war ja so ein Trainingstag, sage ich mal, ne? Wo denn. Ja, ich glaube, kann das auch die Sehnsucht sein, der Leute überhaupt mal wieder. Irgend so einen Jungen nach Norwich zu haben, dass wieder so ein paar Leute kommen. Spürt ihr das? Ja. Also ich finde das schon wunderlich, wenn ich durch ein Wittstocker Fahrerlager laufe und auch wenn, solltest du jetzt antworten, ich weiß, Entschuldigung. und du rennst ins Publikum oder ich renne zur Bande und aus dem Fahrerlager raus und sehe, wie wildfremde Leute mit Hanna ein Bild machen wollen oder keine Ahnung, wenn sie fährt und ich stehe an der Bande und höre, wie das ist. Ich kann das auch selber gar nicht so irgendwie. Weiß ich auch nicht, wie ich sagen soll. Ich kann es auch irgendwann nicht so richtig checken. Oder sie macht das gut, ob das jetzt nachher Bestand hat gegenüber den Rest in der Spielwelt, das werden wir sehen. Das weiß kein Mensch. Und sie hat euphorisiert, sie ist von der 85er, das haben andere auch schon geschafft. Ob da auch der Mädchenbonus ein bisschen damit bei ist, dass jetzt auf einmal Mädchen von der 85er kommt. Glaub ich nicht. Und lässt glaub das Ding da stehen, am geraden Ende und geht dann mit Vollgas in die Kurve rein. Wittstock ist jetzt keine schwierige Bahn, wurde uns auch dann gleich hinterher wieder gesagt, es ist eine einfache Bahn, ja. Ist breit und ja, das und was ist, wenn sie einen Freund kennenlernt? Und das ist ja klar, das sind alles so eine Sachen, da wissen wir als Eltern auch nicht, wo die Reise hingeht, gar keine Ahnung. Guck mal, wie schon lächelt, ihr seht das nicht, Leute. Ne? Ja. Gibt es schon einen Freund, wenn wir mal ein bisschen wieder... Was denn? Hör auf, das fragt man nicht. Ich darf das fragen. Er darf das fragen, dann kann er das fragen. Krieg das mal raus. Hanna entscheidet, dass ich befragt. Also, Hanna. Wenn gefragt ist, Hanna entscheidet, ob sie antwortet. Ja. Nee, Hanna, alles gut. Hanna, nee, komm jetzt halt auf, sie in so eine scheiß Situation zu bringen. Du machst gerade die Situation scheiße. Nee, ihr macht die Scheiße mit so einer Frage. Hanna, alles gut, antworte darauf nicht. Alles gut, das ist also. Hanna, ich habe erstmal. Ich will die Sendung. Hast du einen Freund? Nein, ich will die Sendung jetzt noch nicht ausgleichen, ja aber bevor. Bitte? Ich kann ja auch Nein sagen und es stimmt. Oder ich kann ja auch Ja sagen und es stimmt nicht. Also, ich sage jetzt erstmal Nein. Gut. Sehr gut. Stimmt. Hanna, ich will die Sendung noch nicht ganz ausleiten. Aber bevor wir es wieder vergessen, jeder Gast darf sich für unsere Playlist einen Song aussuchen. Und das machst du jetzt mal bitte.
Erfolg ist kein Glück. Oh, Kontra K. Erfolg ist kein Glück, sondern nur Blut, Schweiß und Tränen. Genau. Siehst du das so ein bisschen für dich? Ist das so ein Song, der dich motiviert, wenn du auf die Bahn gehst? Es ist tatsächlich momentan mein Lieblingssong. Also ist mir gerade der auch eingeschossen. Ja. Sehr gut. Ja. Wenn ich auf die Bahn jetzt... kommt nichts, ne? Das ist halt so. Das ist so, ne? Mehr bleibt da gar nicht zu sagen, ne? Ja, genau. Ebi. Ja, ich würde Hanna gerne noch mal so ein bisschen noch eine so ein... Irgendwann kommen ja auch Vorstellungsgespräche und so, ne? So Arbeit, wie auch immer, Beruf. Da gibt es immer so eine total bekackte Frage. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Ne? Die würde ich dir gerne jetzt mal so... Oh Gott. Genau, so sitze ich auch mal da. Das ja, ich auch. Ja, wo sehen Sie mich sich denn in 5 Jahren in der Firma? Auf der anderen Seite des Tisches. Aber das ist auch mal die falsche Antwort. Ne? Ja, vielleicht auf dem Chefstuhl. Ja. Nee, also wenn du jetzt hier so 3 Wünsche oder was, wie die nächsten 2 Jahre, sag ich mal, laufen sollen, was würdest du dir wünschen für dich? Also ich möchte gerne immer erfolgreich möchte ich sein. Ich möchte sehr, also ja, ich weiß nicht, ja, polnische Liga würde ich jetzt erstmal noch nicht schaffen, denke ich nicht. Ja, also ich würde gut mitfahren und irgendwie, ja, ich weiß es wirklich nicht. Also ich lasse es einfach auf mich zukommen. Finde ich grundsätzlich gut, wir sind im ersten Jahr. Aber. Genau, und außerdem auch gerade im Alter. Nimm einfach, also ohne, ich bin selber zwar nicht gefahren, aber nimm einfach alles mit, was du mitnehmen kannst und denk dran, wegschmeißen kann man immer noch. Ja. Ha? Bist du jetzt wieder bei der Freundin, Freundschiene oder was? Ebi, hast du noch was? Eben hatte ich was, ja. Ja? Tatsächlich. Geht euch die Fragen aus? Nö, na, wir sind ja auch, guck mal, wie gesagt, über eine Stunde. Wir sind über eine Stunde. Für eine 20-Minuten-Sendung. Also, nee, genau. Uns fehlt ja, ich bin immer der Typ, der immer so ein bisschen die länger Fragen stellt. Eigentlich totaler Quatsch. Ja. Ja. Pass auf, uns fehlt ja so ein bisschen die Jugend, ne? Wenn du jetzt. Ja, wie motiviert man Kinder mit dem Speedway anzufangen? Was hat dich motiviert? Wie kriegen wir mehr Kinder an der Bahn? Wie kriegen wir mehr Jugend? Wenn, ne? Sag mal jetzt so, uns hören viele junge Leute in deinem Alter zu. Gute Frage. 2-3 Jahre jünger. Was sagen wir denen, Leute, kommt an die Bahn? Was begeistert dich? Ja, also ich habe ja früher mit dem Pocketbike angefangen, hier oben auf Acker sozusagen. Weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Also ich weiß nicht. Also ich bin ja dann nachher zu den Drift, also bevor ich zu den Driftkids noch gekommen bin, sind wir durchs Fahrerlager gegangen und dann habe ich gesagt, dass ich PB fahren möchte und dann haben wir auch damit angefangen. Ich würde sagen, dass jeder eine Chance hätte und es jeder ausprobieren sollte. Weil es macht einfach Spaß. Schmeißt den Fußball weg, schnappt euch ein Motorrad. Ja. Kauft euch eine PB50, scheiß auf Schiebertoner. Fußball spielen kann eigentlich fast jeder. Also vielleicht jetzt nicht professionell, aber ein Ball hinterher fast jeder. Hast du aber recht, ist aber wirklich so. Ne? Das ist viel, mit vielen anderen Hobbys, ob das jetzt Musik oder auch Speedway fahren ist, ein Fußball, da legst du einfach, zieh die Schuhe an, leg einen Ball hin und dreht mal gegen. So, dann hast du irgendwie schon 60% von diesem Sport gelernt. Ne? Wenn du jetzt noch halbwegs dünn bist und irgendwie laufen kannst, hast du 90%. Und wenn du richtig dumm bist, hältst du noch deinen Kopf dahin und machst damit ein Tor, dann hast du 100%. So, das ist wirklich, ne? Die Fußballer haben uns wirklich das voraus, dass es relativ einfach ist. Klar, nicht professionell und vielleicht, also jetzt haben wir wahrscheinlich auch echt alle Fußballer gegen uns aufgebracht vom SV Aufbau Parchim oder Fortschritt Neustadt Glewe oder, aber das stimmt tatsächlich, ne? Wenn du überlegst, was du einfach so bei der PW50, du fängst erstmal an mit relativ früh mit 5 oder 6 das Gleichgewicht halten, vielleicht kannst du noch kein Fahrrad fahren oder auch beim Musik machen, wenn du im Spielmannzug bist, ne? Da haben wir es wir schon wirklich tatsächlich mit am schwersten, ey. Ist tatsächlich wahr, gut gesagt. Aber stark. Ich würde gerne dazu was sagen. Ja, bitte. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Kinder, die das machen wollen. Wichtig ist, dass der Papa das auch will und die Mama. Weil ein 5-Jähriger oder 6-Jähriger kann nicht allein mit der PW zur Rennbahn fahren. Es muss der Vater wollen, die Arbeitszeit muss es hergeben, das Portemonnaie muss es hergeben. Bei der PW ist es mit der Portemonnaie noch relativ entspannt. Das ist das eine. Das andere ist, die Clubs müssen sich überlegen, wie sie die Kinder bei sich halten. Sie müssen Kinderbahnen bauen
für die KTM oder KTM ist ja im Norden, wir hoffen, dass es mit der PW so weitergeht, weil das ist ja, glaube ich, ein guter Weg, PW 85, 500er. Wir müssen für die PW und für die 85er Strecken bauen, damit diese Kinder, die denn das wollen, mit den Federn, die das wollen, auch eine Strecke haben zum Fahren. Ich glaube, das ist entscheidend. Wenn du, ich glaube, das haben die Vereine jetzt aber erkannt. Das haben einige Vereine erkannt und ich hoffe, dass das umgesetzt wird. Wolfslake, eine tolle Kinderbahn, Wahnsinn, mega. Stralsund ist unglücklich gelegen, vielleicht ein bisschen, ist egal, aber auf jeden Fall können sie erstmal trainieren. Wir brauchen Kinderbahn, es macht keinen Sinn mit der PW auf einer Langbahn, auf einer Speedwaybahn von 350 Meter Länge zu fahren. Das macht keinen Sinn, das macht dem Kind keinen Spaß, das macht dem Motorrad keinen Spaß, das sind keine Rennen. Auf einer Kinderbahn von 100 oder von 90 bis 120, 150 Metern sind das richtig geile Rennen. Und wenn der Papa dann noch ein bisschen durchhält, kann das mit dem Nachwuchs was werden. Meine Meinung. Ja, aber gut gesagt, das ist tatsächlich, das ist ehrlich. Genau, nicht nur das Geld ist, sondern auch der ganz, ganz große Zeitfaktor. Ne? Also, die Zeit, wenn du dann unter der Woche einmal trainieren musst und du musst erst immer, wenn du jetzt nicht gerade im Parchim oder Rand Stralsund wohnst oder Rand Lulu wohnst, wenn du erstmal noch 50, 60 Kilometer fahren musst. Sorry, Micha, aber Papa muss auch mit dem Kind zum Fußball fahren. Papa muss auch mit dem Kind der Fußballplatz, zum BMX fahren. Und ja, Ebi, das war Quatsch, weil der Fußballplatz ist um die Ecke, weil jedes Kackdorf hat einen Fußballplatz. Aber und auch da, jedes Elternteil muss hinter jeder Sportart stehen. Das ist halt ja sicher also nicht, das ist, gerade auch die Zeit. Ne? Aber die müssen das natürlich auch wollen. Das Motorrad muss nach dem Training sauber gemacht, es muss zerlegt werden, es muss sauber gemacht werden, es muss Service gemacht werden. Das ist schon ein bisschen anders als so die Fußballschuhe oder die Tischtennis. So ist es, das und das wollte ich damit sagen. Gerade die Zeit, das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Das ist das, glaube ich, was auch viele dann in dem Sport unterschätzen, ne? Den Zeitaufwand, diesen riesen Zeitaufwand. Genau. Ja. Und wenn man das ja noch so. Aber wenn man sieht, was bei rauskommt, ne? Wenn man so ein glückliches Kind da hat und die Spaß dran hat, dann hat es doch gelohnt. Also oder wenn man normal groß Papa alles macht. Die lernen ein bisschen die Sprache kennen, wenn sie in einem Ausland fahren. Sie versuchen sich ein bisschen auf Englisch hin zu unterhalten und sich zu unterhalten. Das ist schon ziemlich cool, ja. Ey, ich würde sagen, das war eine ziemlich gute Sendung. Wir haben jetzt 1 Stunde und 6 Minuten und wir müssen nichts rausschneiden erstmal, Hanna. Also, alles gut gemacht. Die Aufregung kann deutlich nachlassen jetzt. Ich wäre... Was bitte? Okay. Ja. Okay. War auf jeden Fall eine überraschend gute Sendung. Ich habe gedacht, dass du doch deutlich aufgeregter bist und auch wir uns wahrscheinlich, also Ebi und ich uns derzeit tatsächlich nicht so gut schlagen, aber Ebi hat das doch stabil vorbereitet. Ich wünsche dir für die Saison, auf jeden Fall für die neue Saison, für nächstes Jahr und auch für alle anderen Jahre eine verletzungsfreie Zeit. Wenig Unfälle, viele Punkte. Vielleicht geht es für dich ja auch tatsächlich ins Profigeschäft über. Egal auf dem Motorrad oder vielleicht als Manager in der polnischen Liga. Du weißt nie, wo der Weg hingeht. Gerade der Jugend, euch geht da noch durch die Vernetzung viel, viel mehr wahrscheinlich als noch vor 10 Jahren der Jugend. Ja. Vater, dir sage ich mal viel Durchhaltevermögen. Viel gute Händchen bei Sponsorenverhandlungen. Vielleicht auch das ein oder andere besser. Ja, Ebi. Auch das ein oder andere gute Vermögen und Einsicht in das Buch von Sergei Malischew, dass es mit den Übersetzungen und den Düsen und dem Luftdruck, ne, dass das sehr, sehr gut klappt. Schlagt euch weiter tapfer, kommt auch mit Kritik klar, die wird auch kommen und macht weiter so, wie ihr es weitergemacht habt. Ich verabschiede mich damit schon mal und übergebe das letzte Wort an René, Ebi Eberhardt, beziehungsweise an dich, Hanna. Danke, schön. Ja, erstmal, ja, Micha, auch mir hat es Spaß gemacht und die Musik war eben nicht ganz unbegründet. Sollte zwar nicht kommen, aber das wäre mein Titel für die Playlist gewesen. Smells Like Teen Spirit, okay. Von Nirvana, ne? Mhm. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Überraschende Sieger, überraschende Erkenntnisse. Tja, ja, die letzte Minute geht an dich, Hanna. Vielleicht kannst du nochmal deine Unterstützer, deine Sponsoren. Danach darf Papa noch mal was sagen und noch ein Lied aussuchen und dann haben wir es. Ja, danke, also, sag ich schon mal auf jeden Fall. Ja, wir auch, danke. Mir hat es echt sehr viel gefallen. Ich dachte, Spaß gemacht. Alles gut. Ich war heute wirklich sehr aufgeregt, in der letzten halben Stunde. Und ich habe mich wirklich, also ich bin bei so, ich mag sowas nicht so gerne, aber dafür habe ich mich eigentlich ganz tapfer geschlagen.
Und ich wollte mich gerne nochmal bei Martin Brille Kalmbach bedanken, also bei Martin Kalmbach, bei Sigi Mali Chef und bei dem SHDOM Schwerin Sanitätshaus, bei Antorsten Ziemen. Ja, danke schön und danke, dass ihr. Vergesst die Eltern habt. Nicht. Ja, danke Mutti und Party. Die sitzt ja kaum, die sind in der Garage. Ja, ja, uns hat es auch Spaß gemacht. Ja. Ja, uns auch. Wir waren ein bisschen aufgeregt, ich auch. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Wenn man mich von der Rennbahn kennt, weiß man, dass ich jetzt eigentlich relativ ruhig war. Fast gar nicht. Ja, ist halt so. Wenn dein Kind da fährt und es wird bejubelt und es ist schon aufregend. Ne? Das ist halt so. Danke für diese Chance, die Band mitzumachen und an unsere Unterstützer, auch wenn wir sie jetzt nicht alle namentlich nennen können, danke, Sergej. Martin begleitet uns seit 9 Jahren. Der hat das erste Rennen war mit ihm zusammen in Silkeborg, PW50. Wir kommen da an. Ich war froh, die Bahn gefunden zu haben. Er steht schon am Innenring und guckt die zweite oder dritte Division oder die erste Division zu und kommt mit Entenpelle an den Armen zurück und sagt, das ist besser als Grand Prix. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, tangierte mich überhaupt noch nicht. Ich musste den Sport erstmal kennenlernen. Ich kenne ihn jetzt, ich weiß, worum es geht und spätestens jetzt kriege ich auch bei solchen Rennen Entenpelle. Ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Ich sage danke, wir haben den Folgentitel gefunden. Das ist besser als Grand Prix. jetzt fehlt uns noch ein Titel für die Das habe ich schon draufgelegt. Du darfst dir einen anderen aussuchen. Ich darf mir einen aussuchen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wonach hast du getan? Auch gute Freunde, sagt der Brille immer, aber ich weiß nicht, ob wir das hier spielen können. Ja, den können wir spielen. Alter, danke. Auf gute Freunde. Auf gute Freunde, danke. Danke. Ciao. Hallo, mein Name ist Alex vom Podcast Möwenschied. Ich danke euch fürs Hören vom Startbahn Speedway Podcast mit Micha und Ebi. Jetzt sollte ich eigentlich noch Werbung machen für Möwenschied, aber hört einfach rein. Wenn ihr Spaß, Spannung, Spiel und Schokolade haben wollt, mit Axel und mir.